Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. Ja, wir haben ja letztes Mal unsere Ein- und Ausfahrt der Stadt ein bisschen ummodelliert und haben einen klitzekleinen Stau hier. Also, ich gehe mal wieder ein bisschen Gas. Also, weil das ist gleich grundsätzlich das einzige wirklich Problem hier oben. Können wir das hier oben auch mit dem Kreisel dann lösen oder ist das nicht machbar, nur auf der Seite? Lass mich raten. Och, ist das eklig. Ernsthaft. Was ist, einfach so aus Interesse, wenn ich jetzt diese Spur hier abreiße? Ich nehme hier einfach so eine simple Einbahnstraße. Nein, wenn, dann muss ich die mittig platzieren, bitte. Och, komm schon, mittig. Kann ich jetzt auf beiden Seiten einen Kreis einbauen? Ergibt das Sinn? Und wenn ja, wie genial ist das? Es schaut auf jeden Fall sehr funktional aus. Bis jetzt schaut es echt gut funktional aus, du. Der restliche Verkehr müsste nur mal fließen. Hoppala. Ja, okay, hier hat sich gerade so viel zurückgestaut. Das muss hier noch durch. Es dauert jetzt kurz. Hat sich jetzt eigentlich auch ein Bus? Ja, der Bus hat sich entschieden, hier auch drüber zu fahren. Super. Oder der Bus checkt auch die neue Strecke. Perfekt. Ich habe festgestellt, unser neues Gebiet hier benötigt schon wieder mehr Strecke. Mal jetzt hier ein bisschen größere Gebiete und probieren ein bisschen rum. Mal schauen, was. Das Spiel davon hält. Ich bin immer noch der Meinung, wir können hier so schön ein, zwei Straßen reinsetzen. Zack. Jetzt hat er das natürlich alles ausgeschaltet gehabt, weil ich hier rumgespielt habe. Gut, aber wir haben wieder ein bisschen Gewerbegebiet, das sich freut, hier wieder zu wachsen. Ja, schauen wir, wie das wächst. Wahnsinn! Ich sag's da. Wieder ein riesen Gewerbegebiet am Entstehen. Und der Stau geht bis nach Meppen Süd immer noch oder löst er sich langsam aus? Es schaut aber so aus, als ob er langsam und sicher sich auflösen anfängt. Also die Kreise hier oben sind Premium. Problem ist, dass sie sich immer noch einfädelt. Oh, ich hasse das. Das ist wie auf der Autobahn, wenn sie Idioten nicht schaffen, rechtzeitig einzubiegen und dann beschließen, so, jetzt ziehe ich komplett rüber, mir scheißegal, wer da noch irgendwo auf der Autobahn ist. Oh, die können nicht mal umbringen, die Leute, ganz ehrlich. Es geht mir so tierisch auf den Sack, wenn wieder so einer so kurz vor schneidet, weil die Ausfahrt so 5 Meter vor ihm ist. Und man hätte aber schon so gefühlt einen Kilometer an Abfahrt. Aber sie kommen 5 Meter davor drauf, ach, weißt du was, ich muss doch hier raus. Das ist, oh, könnte mich schon wieder aufregen. Was, was? Ihr kriegt ein kleines Gewerbegebiet, weil ich glaube, euch könnte das auch interessieren, ein kleines Stück Gewerbegebiet hier drin zu haben. Wir machen hier einfach so ein bisschen Gewerbe mit rein. Dann freut sich nicht die Gewerbeindustrie auch. Irgendwo müssen ja die lokalen Mitarbeiter shoppen gehen können, ne? Ach, schaut jetzt an. Sie könnten es so gut haben. Die Frage ist, ob es nicht schlau wäre, dann hier sogar eine doppelte Abfahrt zu machen. Das ist vielleicht gar nicht blöd, ne? Vielleicht sollten wir das tun. Und dich dann für das Stück sogar zu erweitern. Schauen wir, ob wir es hinkriegen. Ausfahrt vergrößern.
Vielleicht geht dann der Verkehr ein bisschen mehr fließend. Aber schau es dir an, wie gut der Verkehr jetzt gerade geht. Oh ja, jetzt ist die Autobahn fast leer. Das ist natürlich schön. Wir haben nur noch das Problem bis in die Stadt rein, bis in die, ins Gewerbegebiet rein. Aber das löst sich dann auch ganz schnell auf. Wenn der dicke Teil weg ist, dann kann sich dann der restliche Teil ja verteilen anfangen. Ich glaube, wenn ich nochmal in City Skylines eine Stadt bauen würde, würde ich sogar so einen Ring machen wie in München, so einen unterirdischen Ring. Das finde ich immer eine ganz geile Idee eigentlich. Das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Idee. Wir sind auch wieder fast durch. Interessanterweise hier mit dem Fortschritt für die nächste Stufe. Das geht relativ flott teilweise. Echt erstaunlich. Also wie groß einfach dieses Stadtteil da oben ist. Ich glaube, allein dafür bräuchte ich schon eine eigene Polizei wieder. Wie schaut es eigentlich mit der Gefängnis für Verfügbarkeit? Oh. Polizeihauptquartier hat man. Wo sind meine Polizeihauptquartier? Andere Frage. Wo habe ich denn das denn platziert? Habe ich schon wieder vergessen. Polizia? Oh, lass mich ran. Ich habe noch keins gebaut. Doch, hier unten ist eine Polizeiwache. Polizeihauptquartier. Ah, ich habe den Gefängnistrakt noch nicht gebaut. Kann ich denn doch nicht? Hä? Was ist denn das Problem? Wir haben noch für Gefängnisverfügbarkeit. Es sind noch nicht so viele Polizisten unterwegs. Also es scheint jetzt ja nicht das große Problem zu sein. Ernsthaft? Hier staut sich wieder. Ja, okay, weil sie hier vorne jetzt wieder anfangen und die... Nee, wohl. Sie können sich mal wieder nicht entscheiden. Das ist wieder so... Oh, oh, schön. Ich bin mir auch nicht sicher. Teilweise würde wahrscheinlich so ein Zwiebelsystem ganz gut gehen. Also von außen nach innen immer kleinere Straßen. Weil sich hier eh dann im Stadtgebiet immer mehr verteilen würde. Du kommst mit einer Vierer rein, gehst auf eine Dreier runter, von der Dreier wieder auf eine Zweier und dann auf eine Einspurige. Und dadurch hast du auch immer eine abgehende Spur und verteilungsmäßig gleich gar nicht schlecht. Wie gut ist das aus? Das ist immer bummvoll, okay. Haben wir nicht hier irgendwo eine unterirdische Garage auch hinbauen lassen? Wie schaut es mit der aus? Die wird gar nicht genutzt. Okay. Lass mich raten, weil die hier keine Zufahrt kriegt. Und wenn ich die woanders hin platziere, dann geht das auf einmal wieder. Ich platziere dich jetzt einfach mal hier hin. Bin ich gespannt, wie viel wir bei dir nachher sehen an Leuten, die hier parken wollen. Okay, das Gebiet ist immer noch wegen dem Recyclingzentrum ein bisschen mad. Ich will mal legen, ob wir das nach da unten versetzen, irgendwo oder woanders hin. Wir hätten rein theoretisch hier so eine Straße hoch, da könnte man rein theoretisch auch irgendein Recycling-Center hinsetzen. Und wenn ich mich nicht irre, geht der Wind ja auch in so die Richtung, oder wenn ich sage... Hier hinten wäre der Wind relativ langsam. Problem ist, hier bauen wir den See gerade. Bedeutet, egal was ich mache, ist blöd. Schlau wäre es vielleicht hier oben, oder? Wir machen hier eine Straße hin und machen da das Recycling Center hin. Das machen wir mal. Ist zwar ein weiter Weg, aber ja. Um das hier ein bisschen schicker zu machen. Wir müssen mal so ein Spiel machen, wo man nicht das gerade Straßentool verwenden darf. Vielleicht könnte so ein bisschen fördern für die... fürs Aussehen von so einer Welt. Ich mache jetzt einfach noch meinen Bogen rein, einfach damit ich... Sonst wird das Kartenstück möglich krieg. Vielleicht tun wir da noch mal irgendwas anderes hin. Aber als erstes versetzen wir dich. Verlagern. So. Bedeutet... Die fahren dann nach hier oben jetzt. Unterhaltungs- und Verarbeitungskosten. Sammelt Sondermüll. Lager.
Lagererweiterung. Kriegt von mir jetzt noch so ein Lager dazu. Also jetzt müssen sie halt von hier nach da fahren. Das dauert jetzt wieder seine Zeit, aber mei. Schauen wir, was das... Ach hier, vier fahren sie jetzt aus der Tiefgarage raus. Und die wird, ist bumm voll beim Nutzen hier. So, können wir dich ein bisschen umplatzieren? Die sind lustigerweise zum Beispiel gar nicht voll. Oder ist es, weil ich da noch nicht die Parkgebühren runtergedreht habe? Sollte man denn auch die Stadtparkgebühren so horrend hochdrehen? Habe ich das aktiv hier überall? Komm, wir verlangen 50 Cent in jedem Gebiet jetzt. Für Straßenparken. Dann kommt keine Idee, auf der Straße zu parken. Birken kreuzen. So. Bedeutet, die Leute sollten alle nicht mehr wirklich auf der Straße parken wollen, weil es teuer ist. Und sondern auf die nächsten möglichen Parkgaragen ausweichen. Oder halt mit den Öffis fahren. Was wir ja nach meinem letzten Infopunkt gratis gemacht haben. Alter, schaut euch diesen... Das ist jedes Mal faszinierend, dieser Strom an Leute. Sehe ich, wie viele Personen hier warten tun? 120. Aber ich sehe nicht, wie viele... Wahnsinn! Der Strom hört so absolut null auf. Wo laufen denn alle hin? Erstaunlicherweise laufen viele Leute zu Fuß. Und das ist natürlich ein Problem. Können wir das irgendwie beheben? Ich glaube fast nicht, oder? Können rein theoretisch nach da drüben eine Unterführung reinbauen. Was gleich vielleicht den Verkehr ein bisschen unterstützen würde in dem Fall. Jetzt geht es wieder nicht, weil der Hang zu steil ist, oder? Das wäre jetzt wieder so eine typische Sache. So. Und dann deaktivieren wir die Fußgängerwege, die in dieser Kreuzung aktiv sind. Problem ist, die steuern nicht hierzu bei. Weil der Verkehr kommt trotzdem nicht hier durch. Heide Witzke, Alter, was geht? What? Für welche Linie stehen sie an? Würde ich mal gerne wissen, für welche Linie sie in diesem Fall anstehen. Aber es scheint ja irgendwie die graue zu sein. Die graue hier schon sehr beliebt. Könnte ich bitte ein Insight mal bekommen? Liniendetails. Wir tun die zugewiesenen Fahrzeuge mal erhöhen. Und für welche Linie die. Welche Linie parken hier noch? Buslinie 7. Nutzung angeblich nur 9%. Buslinie 4 liegt bei 94%. Keine Fahrzeuge verfügbar. Busdepot?
Gottdammit, das Bus zu Puma braucht mehr Platz. Dann werden wir hier original. Ist das ein besonderes Gebäude? Taxi-Depot. Ja, das sollte ich eventuell umplatzieren. Aber die alten Gewerbegebiete hier sind ja eh so ein bisschen Latte von daher. Oder habe ich denn eigentlich gerade gesagt, dass du dich umplatzieren sollst? Ist hier irgendein besonderes Gebäude? Ah, ich habe hier ein Umspannwerk stehen. Ha, da ist das Problem. So, dich platzieren wir jetzt nach hier unten. Dann können wir nicht noch ein paar Garagen dran setzen. Jetzt haben wir 85 Busse zur Verfügung. Es sollte ja hoffentlich reichen anfangen, oder? Bedeutet, es müsste gleich irgendwo ein grauer Bus rausfahren. Ja, da fährt ein grauer Bus raus. Wie viele Busse sind jetzt zugewiesen? 47. Und langsam staunen sich die Leute. Alter Verwalter. Die staunen sich eiskalt bis hier raus. Das gibt's hier gar nicht. Schau, wie viele graue Busse wir jetzt mal losschicken. Aber war grau so überbelastet? 26% sagte mir hier. Das Busdepot sagt was anderes. Bin ja gespannt, ob das Busdepot... Ob die wirklich nur für den Bus da sind oder für wen die dann... Bei einer Linie steht hier auch noch ganz rapide da. Ich möchte nur wissen, welche genau das ist. Das ist die hellblaue Linie und stehen die für den an. Ja, für hellblau stehen sie nämlich auch an, lustigerweise. Obwohl die auf den Bus hier drüben schauen. Schau mal, wenn der graue kommt, ob sich dann die Linie auch bewegen anfängt, die hier ist. Schau mal, die laufen jetzt lustigerweise hier rüber. Was wird das jetzt? Leute! Wie soll ich denn das jetzt interpretieren? Buskuscheln oder was? Okay, der wird instant. Also ich glaube, das ist einfach nur die graue Linie in dem Fall gewesen, die vollkommen überlastet war. Jetzt haben wir den kompletten Anstau gerade wieder weggenommen. Wahnsinn. Ihr sollt nicht immer Leute plattfahren. Wir sind nicht in GTA. Bitte. Schlechte Reputation, ich sag's euch. Ganz, ganz schlecht für uns. Der Look unserer verbesserten Wohnhäuser gefällt mir ausgezeichnet. Okay. I don't know what you're speaking. It shot aus immer noch wie Großstadt-Shit. Aber mei, wenn sie denken, dass das schick ausschaut, dann soll's halt schick ausschauen für sie, ne? Alter, das ist auch schon wieder voll, wollt ihr verarschen? Ja, 15.000 plus, ne, 15 Millionen plus, ne? Kann man machen. Wie viele Zuschüsse kriege ich? Null. Dienstleistungen. Was ist meine teuerste Dienstleistung? Gesundheit. Aha. Wir werden jetzt mal die Parks auf 125 erhöhen. Bildung macht plus. Direkt mal umdrehen. Wir tun Bildung auf 120 setzen. Und ich hätte gerne den Straßen einen Zuschuss gegeben, so gut wie es geht. Strom ist wurscht. Da haben wir genug auf Lager, was auch. Müllverwertung erhöhen wir auch nochmal ein bisschen. Und die Kommunikation in der Stadt muss auch gut laufen. Man sollte sich ja eigentlich auch viel unter Kontrolle halten.
Aber so wie es hier ausschaut, staunen wir uns schon. Warum sta... Hä? Hä? Wo staunen wir uns jetzt? Oh Gott. Da kriegt man's Kotzen. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.